Yo, hallihallo Freunde und herzlich willkommen zurück hier im Dschungel bei Green Hell und wir gehen rein in Tag 43. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video und jetzt let's go! So, da sind wir wieder. Unser Feuer ist noch okay, unsere Werte müssten auch ziemlich okay sein, jawohl. Wunderbar, wie spät haben wir das? 8.47 Uhr, gut. Dann würde ich sagen, wir kümmern uns heute darum, das Feuer steht ja schon. Wir kümmern uns heute darum, dass wir heute uns Ayahuasca kochen. Ich hoffe, dass die Bären noch gut sind. Oder zumindest nicht getrocknet sind, okay. Gut. Dann würde ich sagen, fackeln wir gar nicht lange. Und machen das Feuer an und kochen uns Ayahuasca. Vorher möchte ich aber noch mal kurz, wenn ich das Feuer angezündet habe, weil es gerade nicht regnet, möchte ich noch mal kurz auf die Karte gucken. Mir ist da nämlich was aufgefallen. Wir hatten ja gestern eine neue Karte gefunden in der letzten Folge. Und da möchte ich noch mal gerne was nachschauen. Oh. Sehr schön. Das Feuer haben wir erstmal. Gut, dann schauen wir mal kurz auf die Map. Hier können wir ja die Karten verschieben. Gut, das ist die Anaconda-Insel. Hier waren wir gestern wahrscheinlich. Und jetzt, denke ich mal, müssen wir hier durch den Stein, den wir schon gesehen haben, wo wir jetzt das Ritual machen, bestimmt hier durch das Gebiet hier und dann erstmal zu Omolokorp, bis wir hier sind. Gut, dann würde ich sagen, machen wir das und dann wollte ich noch mal schauen, können wir jetzt noch einmal verschieben? Jawohl. Okay, also hier sind wir. Und hier ist der Stein, ne? Gut, wir schauen uns das mal genauer an. Wir kommen ja auf jeden Fall hier zurück. Wir machen heute erstmal das Ritual und dazu kochen wir jetzt Ayahuasca. Gut Leute, dann würde ich mal sagen, let's go! Da ist er. Die blauen Schmetterlinge sind auch wieder da. Oh Mann. Boah, sind wir wieder zugedröhnt, ey. Lauter tote Vögel, komische Schlangen. Ja. Da ist der Durchgang. Wir sind scheinbar wieder im Krankenhaus hier, oder was? What the worst part about this disease is? The doctors gave me 6 months. How am I supposed to live my life when time is running out? How the fuck do I just can't. I can't do this anymore. I wake up next to you. Every day, knowing there's no future for us. I just can't take it. The pain, I want to end it and just be done. It feels like someone is holding my heart in an iron fist and I can't breathe. I
just lie there and look at you. Oh Mann. Sowas ist echt bitter. Medizinische Vorgeschichte, Entlassungsübersicht. Patient, Schrägstrich, Patientin Mia Higgins, Diagnose, keine krebsartigen Veränderungen gefunden. Zugrunde liegende Erkrankungen und Komplikationen, keine. Behandlung, eingeleitete medizinische Behandlung, Eingriffe, CT-Scan des Brustkorbs hat keine Tumore in der Lunge gezeigt. Lunge, Luftröhre und Hauptbronchien sind unauffällig. Ergebnisse des Bluttests sind ebenfalls unauffällig. Eingeleitete chirurgische Behandlung, Eingriffe, Empfehlungen hinsichtlich künftiger Behandlungen, Patientin wurde entlassen. Nachuntersuchung in 2 Monaten empfohlen. Okay. Die außergewöhnliche Entdeckung von Jake Higgins. Kommt in den News? Okay. Ja, was sollen wir jetzt damit anfangen? Wir gehen hier erstmal wieder raus. Hier scheint nichts mehr zu sein. Okay, wir sind scheinbar wieder in unserem Haus. Zeitungsberichte wahrscheinlich. Oh Mann. So, was jetzt? Können wir hier irgendwas tun? Ah, Artikel lesen. Ein brasilianischer Traum wird wahr. Während das brasilianische Pharmaunternehmen Omolocorp den Bürgern des Landes kostenlos das revolutionäre Allheilmittel indiziert, sieht der Rest der Welt mit wachsender Empörung zu, wie die Preise für das Medikament in die Höhe schnellen. Bis vor kurzem kannten nur Leute, die sich für Arzneimittel und ihren Vertrieb interessieren, den Namen Omolocorp. Doch nun spricht jeder über das Unternehmen. Das Medikament, das die Firma in Rekordzeit entwickelt hat, soll angeblich als perfekter Impfstoff gegen jegliche Immunsystem Art von Krankheit dienen. Und bei Menschen, die bereits erkrankt sind, stimuliert es das Immunsystem und führt so zu einer kompletten Genesung. So unwirklich das klingen mag, das Internet ist bereits voll mit Fotos und Videos von geheilten Krebs und AIDS und Lupus-Patienten. Außerdem wurde eine Studie veröffentlicht, welche die enorme Effektivität des neuen Medikaments gegen Ebola zeigt. Obwohl diese Krankheit bisher als nicht behandelbar galt, allerdings hat Omolocorp medizinischen Laboren aus dem Ausland den Zugriff auf das Medikament verweigert, sodass die Wirkung nicht durch Untersuchungen außerhalb Brasiliens bewiesen werden konnte. Kranke und Sterbende auf der gesamten Welt lassen sich davon jedoch nicht entmutigen. Sie haben Online-Spendensammlungen eingerichtet und hoffen darauf, so die unvorstellbar teure Behandlung finanzieren zu können. Wer gesundheitlich dazu in der Lage ist, reist nach Brasilien in der Hoffnung, eine kostenlose Injektion zu bekommen. Die Warteschlangen an der Grenze werden immer länger und Flugunternehmen schaffen neue Verbindungen nach Brasilien, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden.
Auch wenn Omolocorp das Medikament in Brasilien umsonst verteilt, sind die Einnahmen der Firma auf mehrere Milliarden Dollar gestiegen. Das Unternehmen besitzt exklusive Rechte an dem neuen Medikament und hält die Zusammensetzung geheim, damit niemand die Formel kopieren kann. Entsprechend kann es die Preise in anderen Ländern nach Belieben festsetzen. In offiziellen Berichten zufolge verhandeln nicht nur Importunternehmen aus den USA mit Omolocorp, sondern auch die Regierungen anderer Länder, die ihren Bürgern Zugriff zu dem neuen Medikament verschaffen wollen. Bisher haben es keine genaueren Informationen darüber in die Öffentlichkeit geschafft. Aber uns ist bekannt, dass Omolocorp weltweit mindestens eine Zweigstelle pro Kontinent aufbauen will. Zwischen den Weltmächten hat ein Wettrennen begonnen, das über die ersten Standorte entscheiden wird. Der Erfolg von Omolocorp hat allmählich Auswirkungen auf das gesamte Land. Brasilien war bisher die achtgrößte Wirtschaft der Welt. Doch jetzt ist es auf dem Weg an die Spitze. Dank dieser medizinischen Entdeckung wird das Land zu einer Macht, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat. China hat es bereits hinter sich gelassen und bald schon könnte Brasilien die wohlhabendste und einflussreichste Supermacht der Welt sein. Und das liegt nicht nur an den wachsenden Gewinnen durch das neue Medikament, sondern auch an der rasanten Entwicklung zu einer gesünderen und stärkeren Gesellschaft. Noch können wir nicht absehen, wo dieses Experiment, bei dem alle Krankheiten einer ganzen Nation ausgerottet werden sollen, hinführen wird. Aber möglicherweise führt Brasilien eine Weltrevolution herbei. I can't blame you for the decisions you made. You chose me, not knowing the cost. Would you do it again? Or was the price of healing me too high? Okay, hier ist der nächste Artikel. Eine neue und bessere Welt. Es ist geschafft. Omolocorp hat eine neue Ära der Menschheitsgeschichte eingeläutet. Die Herstellung des revolutionären Medikaments hat begonnen und schon bald wird der Kampf gegen Krebs gewonnen sein. Alles begann mit dem Reisenden Jake Higgins, der nach Amazonien ging und das Geheimnis der ewigen Gesundheit zurückgebracht hat. Nachdem er seine Funde mit Omolocorp geteilt hatte, hat das Unternehmen sofort mit der Erforschung eines neuen Medikaments begonnen, das Krebs ein für alle Mal heilen wird. Eine der schlimmsten Erkrankungen wird bald vollkommen ausgemerzt sein. Es mag schwer vorzustellen sein, doch die Ergebnisse der Tests sind eindeutig. Das Heilmittel wirkt tatsächlich und führt zu einer völligen Genesung. Und das ist erst der Anfang. Die medizinische Revolution nimmt an Fahrt auf und mittlerweile wurde bereits die Forschung zur Ausrottung anderer Krankheiten in die Wege geleitet. Dank Omolocorp ist das Unmögliche möglich geworden. Und so stehen wir heute vor einer einzigartigen Gelegenheit, die der Menschheit eine nie dagewesene Langlebigkeit und Gesundheit bescheren wird. Wo haben wir noch was? Okay, hier und hier auch noch. Medizinischer Durchbruch. Omolocorp wird uns heilen. Nur das Pharmaunternehmen Omolocorp konnte Jake Higgins davon überzeugen, die Geheimnisse der ewigen Gesundheit zu teilen. Mit der Entwicklung eines neuen Medikaments wurde sofort begonnen. Wir stehen kurz vor einer echten medizinischen Revolution. Higgins ist der erste Mensch überhaupt, der mit dem bislang unbekannten Jabbahuaka-Stamm in Kontakt getreten ist. Bevor er nach Brasilien gereist ist, musste er alle erdenklichen Impfungen erhalten, sein Immunsystem verbessern, sich auf eine gesunde Ernährung umstellen und diverse Tests durchlaufen, um zu prüfen, ob er völlig gesund war. Denn wenn sich Stämme, die vom Rest der Welt isoliert leben, mit einer Krankheit von außen anstecken, kann ein ganzes Dorf ausgelöscht werden. Selbst wenn es nur eine Erkältung ist. Higgins hat sich dieser Herausforderung jedoch gestellt und dafür sollten wir dankbar sein. Als er sein Ziel erreicht hatte, stellte sich heraus, dass er sich seine ganzen Vorbereitungen hätte sparen können. In dem Buch, das er nach seiner Rückkehr geschrieben hat, stellte Higgins eine sensationelle Behauptung auf.
Angeblich erkranken Angehörige dieses Indio-Stammes nie. Mit diesem Satz hat er Hoffnung unter allen Kranken geweckt. Doch letztlich war das Buch nur eine riesige Enttäuschung. Denn den wahren Grund hinter dem perfekten Immunsystem der Indios hat der Autor darin nicht enthüllt. Medizinischen Experten zufolge sollen seine Behauptungen nichts als Märchen sein. Schließlich liefert er keinerlei Beweise. Zum Glück kamen auch Unterstützer auf ihn zu, die das Potenzial hinter seinen bemerkenswerten Behauptungen gesehen hatten. Umolo Corp hat es geschafft, den Reisenden davon zu überzeugen, sein Wissen mit ihnen zu teilen. Dieses Unternehmen war das einzige weltweit, das mutig genug war, unkonventionelle Forschungsarbeiten einzuleiten. Deren Ziel unter anderem die Revolution der Krebsbehandlung ist. Schon bald werden komplizierte Operationen und anstrengende Chemotherapien der Vergangenheit angehören. Die Tatsache, dass zahlreiche Trittbrettfahrer um jeden Preis versuchen, mit den Jabba Huaka in Kontakt zu treten, scheint zu beweisen, dass Jake Higgins wirklich das Geheimnis der ewigen Gesundheit gelüftet hat. Das Interesse ist so groß, dass die brasilianische Regierung schon um die Sicherheit des Stammes besorgt ist. So werden Zugangsberechtigungen in den Lebensraum der Jabba Huaka nicht mehr erteilt. Zudem haben die Behörden weitere besondere Sicherheitsmaßnahmen ergriffen und Teile der Dschungel zu einem Reservat erklärt, damit unautorisierte Dritte den Stamm nicht gefährden können. Die Jabba Huaka werden von jeder Seite aus geschützt. Dank Higgins und dem Umolo Corp wurde eine medizinische Revolution in Gang gesetzt, die zur Beseitigung von bislang nicht behandelbaren und oft tödlichen Erkrankungen führen wird. Sobald sie vollzogen ist, wird ein gewisser bescheidener Reisender nicht nur in die Geschichte des medizinischen Fortschritts, sondern in die gesamte Menschheit eingehen. Okay. Nächster Artikel. Werden die Entdeckungen von Jake Higgins die Welt retten? Niemand hat geglaubt, dass Higgins wirklich das Geheimnis der ewigen Gesundheit gelüftet hat. Heute wissen wir, dass Umolo Corp mithilfe seiner Entdeckung die Welt verändern und die Menschheit von der Bürde der Krankheit und des Leidens befreien wird. Sammy leidet an akuter lymphoblastischer Leukämie. Er ist erst 4 Jahre alt und hat den Großteil seines Lebens im Krankenhaus verbracht, wo er eine Chemotherapie und endlose Nadelstiche ertragen musste. Eine Knochenmarkstransplantation ist seine beste Chance auf Genesung. Doch Sammy ist, wie tausende andere kranke Kinder, nicht für den Eingriff geeignet. Der Kampf um die Leben dieser jungen Patienten ist ein grausames Rennen gegen die Zeit. Völlig unerwartet hat sich nun Umolo Corp eingeschaltet und die zeitnahe Veröffentlichung eines neuen Medikaments angekündigt, das die Behandlung von Krebs so leicht wie die Heilung einer Erkältung machen soll. Das ist ein wahrer medizinischer Durchbruch, der das Schicksal der Menschheit verändern wird, indem er eine der schwersten Krankheiten überhaupt auslöschen wird. Die Forschungsarbeiten des Unternehmens haben große Hoffnungen geweckt. Unheilbar kranke Patienten haben sich schon vor dem Hauptsitz von Umolo Corp versammelt, in der Hoffnung, als Erste für die Tests ausgewählt zu werden. Offiziell hat das Unternehmen gesagt, es sei noch zu früh für Experimente an Menschen. Doch Zeugen berichten, wie bereits geheilte Patienten den Hauptsitz verlassen haben. Aufregende Berichte über die unglaubliche Wirkung des neuen Medikaments ziehen eine Flut aus verzweifelten Leuten an, die bereit sind, den Rest ihres Lebens in der Warteschlange auf ein Wundermittel zu verbringen. Und Leukämie ist nur der Anfang. Das Unternehmen hat verkündet, dass auf Grundlage von Jake Higgins Forschung weitere Medikamente entwickelt werden, um andere unbehandelbare Krankheiten auszumerzen. Es ist wirklich großartig, dass das Heilmittel für Millionen kranker Menschen im amazonischen Wald unter den Angehörigen eines völlig isolierten Stamms gefunden wurde. Allein der Gedanke klingt so absurd, dass noch kein angesehener Wissenschaftler darüber gesprochen hat. Einzig und allein Jake Higgins war mutig genug, um sich für die Entdeckung eines revolutionären Heilmittels auf eine lange und gefährliche Reise zu begeben. Gibt es wirklich Hoffnung für Sammy? Aktuelle Prognosen der Ärzte sehen seine Genesungschancen bei 20%, wohingegen das neue Medikament in 100% der Fälle zur Heilung führen soll. Falls der Junge es schnell genug bekommt, kann er sich auf ein langes, normales Leben freuen.
Und auch wenn eine Welt ohne Krankheiten immer noch wie eine Vorstellung aus einem Science-Fiction-Film klingt, sind Jake Higgins und Domolo Corp den ersten Schritt zur Erfüllung dieses Traums gegangen. Wo haben wir hier alles gelesen? Ich glaub schon, ne? Gut, dann geht's hier weiter scheinbar. Oh, da ist Mia. Da ist Mia, Leute. Oh Mann. Was wird wohl jetzt passieren? Wir sprechen mit Mia. What price? What did I do? Tell me, please. Zeitung lesen. Tempo wichtiger als Qualität? Medikament von Domolo Corp bereits erhältlich. Es ist kaum ein Jahr her, seit das brasilianische Pharmaunternehmen mit seiner Arbeit an einem neuen und revolutionären Medikament begonnen hat. Und trotzdem wird das besagte Arzneimittel bereits Patienten verabreicht. Die Medizinexperte der, die Medizinexperten der Welt sind über diesen Bruch mit gängigen Verfahrensweisen empört und gleichzeitig um die Sicherheit der Patienten besorgt. Am Dienstag hat die WHA die Handlungsweise von Domolo Corp offiziell verurteilt. Denn das Unternehmen hatte zuvor in rekordverdächtigem Tempo ein neues Medikament auf den Markt eingeführt. Laut einem Sprecher der WHA ist es unmöglich, in so einer kurzen Zeit alle Medikamente zu halten. Laut einem Sprecher der WHA ist es unmöglich, in so einer kurzen Zeit alle nötigen Tests durchzuführen und sich an internationalen Richtlinien für neue Medikamente zu halten. Unterdessen ist der Präsident von Brasilien dem Unternehmen zur Seite gesprungen und hat bestätigt, dass das Medikament vom zuständigen Amt zum Verkauf freigegeben wurde. Außerdem fügte er hinzu, dass Schwerkranke nicht viele Jahre auf eine effektive Behandlung warten könnten. Carl Kwiatek, der CAO von Domolo Corp, ließ verlauten, dass das Medikament geprüft worden und sicher sei. Außerdem soll es außergewöhnlich effektiv gegen Krebs sein. Angeblich führt das Medikament zu einer vollständigen und raschen Erholung und verhindert gleichzeitig, dass Rückfälle und Metastasen entstehen. Deshalb wurde die vermeintlich überstürzte Markteinführung auch von Organisationen auf der ganzen Welt unterstützt. Der Weg von der Entwicklung zum Patienten. Die Entwicklung eines Medikaments beginnt damit, dass nach neuen Wegen zur Behandlung einer bestimmten Erkrankung oder eines Syndroms gesucht wird. In der ersten Phase werden Hunderte oder gar Tausende von chemischen Stoffen und Verbindungen auf ihr Heil- und Vorsorgepotenzial untersucht. Danach werden aus diesen Substanzen die vielversprechendsten ausgewählt. Mit ihnen werden vorklinische Tests an lebenden Gewebe oder Bakterien durchgeführt, die etwa 5 Jahre in Anspruch nehmen. Erst in der nächsten Phase werden die sorgfältig ausgewählten Substanzen Menschen in einer Reihe von streng regulierten klinischen Tests verabreicht, die bis zu 6 Jahre dauern. Erst dann kann ein Pharmaunternehmen einen Antrag auf die Registrierung des Medikaments stellen. Dieser wird wiederum etwa 1,5 Jahre lang von der zuständigen Behörde geprüft. Sobald der Antrag bewilligt wurde, beginnt die Herstellung des Medikaments, bevor es dann eingeführt wird. Doch damit ist noch nicht getan. Jedes offiziell verfügbare Medikament wird ständig und streng kontrolliert. Mehr News hier an der Wand. Oder beziehungsweise ist gar keine Wand, ne? Gut, lesen wir mal. Unbekanntes Virus in Brasilien aufgetaucht.
Vor einer Woche haben brasilianische Krankenhäuser Fälle eines bislang nicht identifizierten Virus gemeldet. Bisher gab es ein Dutzend bekannte Fälle. Aus Sicherheitsgründen wurden die Patienten isoliert. Die meisten von ihnen befinden sich im Koma und die Ärzte stufen ihren Zustand als ernst ein. Tests sollen das Virus und seine Mutationen identifizieren. Aktuell werden die Symptome der Patienten behandelt, damit sie sich besser fühlen. Die Behörden fordern Bürger, die verdächtige Symptome feststellen oder mit erkrankten Personen in Kontakt waren, dazu auf, sich im nächsten Krankenhaus untersuchen zu lassen. Zwei der ersten Symptome einer Ansteckung sind hohes Fieber und blasse, blaue Läsionen unter der Haut. Weiterhin versichern die Behörden, dass die Situation unter Kontrolle ist und kein Risiko eines Ausbruchs besteht. Noch mehr. Weitere Infektionen mit neuem Virus in Brasilien. Die Situation in brasilianischen Krankenhäusern verschlimmert sich. In Verbindung mit einem unbekannten Virus sind mehrere Dutzend Menschen gestorben und die Zahl der Infizierten wächst. Die Krankenhäuser schaffen es kaum, der Flut an Patienten Herr zu werden. Ursprünglich wurden die Erkrankten isoliert untergebracht. Doch es gibt nicht genug Isolierstationen für alle Betroffenen. Ganze Stationen und sogar Krankenhausflügel werden zu Quarantänezonen umfunktioniert. Unglücklicherweise könnten die Bemühungen des medizinischen Fachpersonals nicht ausreichen, um einen Krankheitsausbruch zu verhindern. Viele Leute halten sich selbst in einem fortgeschrittenen Krankheitsstadium noch zu Hause in den Straßen oder an öffentlichen Orten auf und verbreiten den Virus so noch weiter. Am schlimmsten ist die Lage in den ärmsten Vierteln und Favelas. Die schlechte sanitäre und gesundheitliche Versorgung sorgt zusammen mit der misstrauischen Einstellung der Bürger gegenüber den Behörden dafür, dass der Virus in diesen Gebieten noch schwerer unter Kontrolle zu halten ist. Der Gesundheitsminister hat der Öffentlichkeit versichert, dass mehrere Forschungsteams unabhängig voneinander an der Identifizierung des Virus arbeiten. Gleichzeitig wurde eine Sondereinheit einberufen, die Ursprung und Ursache des Ausbruchs bestimmen soll. Der Präsident von Brasilien behauptet, die Situation sei unter Kontrolle. Gleichzeitig bittet er die Bürger darum, sich an strikte Sicherheitsmaßnahmen zu halten und öffentliche Orte bestmöglich zu meiden. Verschiedene große Events wurden aus Sicherheitsgründen abgesagt und Kindergärten und Schulen werden immer schlechter besucht. Trotz der Beruhigungsversuche durch die Behörden steht Brasilien am Rande des Chaos. Kennen wir das nicht irgendwoher, Leute, so ein bisschen? Okay, das nächste. Ausbruch unbekannter Krankheit gerät außer Kontrolle. Es ist noch nicht lange her, dass Brasilien auf dem Weg zur größten Supermacht der Welt war. Doch nun steht das Land am Rande des Zusammenbruchs. Eine mysteriöse Krankheit hat bereits 20 Millionen Menschen das Leben gekostet. Die medizinischen Vorräte des Landes gehen zur Neige und die Regierung hat die Kontrolle verloren. Wenn sich der Ausbruch über die Grenzen hinaus ausweitet, könnte diese Krise den gesamten Kontinent verschlingen. Aufgrund der tragischen Situation in Brasilien haben Nachbarländer Maßnahmen ergriffen, um ihre Bürger von einer Ansteckung zu schützen. Die Grenzen werden durch zusätzliche Einsatzkräfte kontrolliert und offizielle Übergänge wurden abgeriegelt. Ausreisende, die das Land auf illegalem Wege verlassen wollen, werden festgenommen und zurückgeschickt. Auch der Rest der Welt hat Auflagen erhoben. So verkehren von den meisten Flughäfen keine Flüge mehr nach Brasilien. Auf einer Sonderkonferenz, die durch Vertreter der VHA von der ganzen Welt einberufen wurde, wird darüber diskutiert, wie eine weitere Verbreitung des Virus verhindert werden kann. Einer der ersten Vorschläge beinhaltet verstärkte Sicherheitsmaßnahmen am Isthmus von Panama. Geografisch gesehen handelt es sich hierbei um den am ehesten geeigneten Ort, um den Ausbruch zu stoppen, denn die Epidemie hat Kolumbien bereits erreicht. Zu den anderen Vorhaben gehören die Errichtung von Stacheldrahtzäunen oder gar einer Mauer, die von Küste zu Küste reicht. Auch über den Einsatz von umfangreichen militärischen Streitkräften wird beraten.
Die Hilflosigkeit der VHA im Angesicht dieser Krise ist offensichtlich. Alle bisher besprochenen Lösungen zielen hauptsächlich darauf ab, bisher nicht betroffene Länder vor der Krankheit zu schützen. Niemand konnte eine Methode zur effizienten Behandlung des Virus oder zur Eindämmung der verwüsteten Gebiete vorbringen. Der erste Tag der Konferenz hat zu enttäuschenden Ergebnissen geführt, die der Welt kaum ein Gefühl von Sicherheit geben. They all believed this was the only solution. Shutting down airports, seaports, and now this? They are isolating the entire continent. Wo sind wir? Überall Gräber, Leute. Mitten in die Leichenberge. Finde einen Weg, ein Heilmittel herzustellen. Eine Wurfhakenpistole. Nehmen wir gleich mal. Doesn't look like you're gonna need this. Aufnahmegerät. It's all about us. I fell down to a fucking cave. Christ. I think I broke my leg. Wait. Report number. Fuck. Why do I even... Alvarez. Report number 24. Okay. I managed to immobilize the leg, but there is no exit. The walls are covered in paintings. So someone must have been here before me. But how the fuck did they come in? There's nothing here. Not even the tiniest crack. It's all because of that asshole Higgins. I told you we don't fucking need him here. Higgins! You piece of shit! Pick up that fucking call! You and that cunt of yours are just a bunch of fucking frauds! I knew you couldn't be trusted! I hope you die, scumbag! It's because of you! All of it! No, no, no! I'll fuck you up myself when I get out of here! Okay, also ist das wahrscheinlich Higgins, ja? Gut, wir sollten erstmal zurück zu unserem Lager gehen. Gut, Leute, krasse Geschichte. Also sind wir wirklich an allem schuld. Wir haben sozusagen ein neues Virus nach Brasilien eingeschleppt. Und damit mehr Schaden als Nutzen gemacht.
Oh, wo ist denn jetzt mein Ritualkreis, Leute? Da ist er. Naja, mit so einem Virus ist auf jeden Fall nicht weit hergeholt, ne? Als ich an den Massengräbern vorbeikam, da fiel mir was ein, was ich im letzten Jahr in den Nachrichten gesehen habe, so ein bisschen. Mit den Massengräbern in Brasilien, ne? Gut. Reden wir nicht weiter drüber. Aber auf jeden Fall sind wir wieder einen Schritt weiter. Ich hoffe, das Ritual hat euch gefallen, Leute. Und wir machen in der nächsten Folge von diesem Punkt aus hier weiter. Schauen dann ins Tagebuch und sehen, was wir tun können. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir das mit einem Like zeigen würdet. Lasst mir gerne auch ein Kommi da. Und über ein Abo würde ich mich ganz besonders freuen. Dann könnt ihr auf meinem Kanal nichts Neues mehr verpassen. Und könntet mich mit den drei Sachen riesig in meinem YouTube-Algorithmus kostenlos unterstützen. Bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, euer Jens.